So, hier haben wir jetzt unseren Standard-Heizkörper. Der Heizkörper ist dafür da, um die Energie, die im Wasser durch die Heizung geliefert wird, also die Wärme, in den Raum abzugeben. Das bedeutet, in dem Fall ist es so, das heiße Wasser fließt hier oben durch das obere Ventil ein, geht in den Heizkörper rein, in die verschiedenen Röhrchen hier nach unten, durch die Lamellen, gibt nach innen die Wärme ab und durch die Konvektion, sprich die kalte Luft kommt von unten rein, wird erwärmt und tritt oben wieder aus. Dadurch wird immer wieder diese Energie aus dem Heizwasser quasi in den Raum abgegeben. Dadurch kühlt das heiße Wasser, was sich hier innerhalb des Heizkörpers befindet, ab, läuft nach unten durch und bestenfalls kalt, relativ kalt wieder nach außen weg durch dieses Ventil. Jetzt ist es so, dass das Ziel ist, möglichst viel Energie aus dem heißen Wasser an den Raum abzugeben. Bedeutet, wir möchten gerne, dass hier möglichst heißes Wasser reinkommt und unten möglichst kaltes Wasser wieder rausläuft, dass eben die meiste Energie im Raum bleibt und in Raumwärme eben umgesetzt wird. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, den Wasserfluss zu reduzieren, denn ihr müsst euch vorstellen, das Wasser kommt mit einer gewissen Geschwindigkeit, durch die Pumpe wird das Wasser hier reingedrückt, läuft nach unten weg und wird wieder rausgedrückt. Was ich noch im anderen Video da euch zeige, ist der hydraulische Abgleich, wie das im Gesamtkonzept aussieht. Wie setze ich das jetzt hier technisch um? Also ich muss dafür sorgen, das heiße Wasser möglichst abgekühlt wieder in den Rücklauf zu geben. Also hier ist der Vorlauf, unten ist der Rücklauf. Das erreiche ich dadurch, indem ich die Durchflussmenge reduziere. Das kann ich auf zwei verschiedene Weisen machen. Ich habe zum einen die Möglichkeit hier, ein voreinstellbares Ventil einzusetzen. Da gehe ich gleich ein bisschen mehr ins Detail, damit ihr seht, was gemeint ist. Oder die zweite Möglichkeit, weil ich keine voreinstellbaren Ventile habe, aber sehr wohl ein Ventil am Auslass des Heizkörpers hier unten. Darüber können wir eben auch noch die Durchflussmenge einstellen. Und das zeige ich euch jetzt ein bisschen näher. So, hier haben wir jetzt das Heizkörperthermostat. Das heißt, das kennt ihr. Hier könnt ihr drehen, um die Temperatur im Raum im Endeffekt zu regeln, ob es warm oder eben kalt sein soll oder eben so eine Mittelstellung, in der euer Heizkreislauf so eingestellt ist, dass das eben die optimale Raumtemperatur ist. Um jetzt da zu schauen, wie das Ganze funktioniert, nehmen wir dieses Ventil ab. Das heißt, ihr könnt hier diese Mutter lösen. Dabei ist es dann einfacher, wenn ihr direkt eine große Temperatur einstellt, sprich hier auf die letzte Stufe. Dann ist das System, das zeige ich euch gerade mal, dieser Stift, der drin ist, der fährt eben rein und raus, um das Ventil hier zu steuern. Und wenn ihr den auf 5 dreht, dann ist er weit zurückgefahren. Das heißt, ihr habt weniger Druck auf dem gesamten System. Okay, kommen wir hier zum eigentlichen Heizungsventil. Das heißt, hier ist die Stelle, an der das Wasser in den Heizkörper reinläuft. Und mit dem Ventil wird das eben geöffnet oder geschlossen. Ihr seht hier, da könnt ihr hier mal mit draufdrücken, dass sich hier dieser kleine Stift bewegt. So, wenn der Stift außen ist, ist das Ventil offen. Wenn der Stift drin ist, ist das Ventil zu. Hier ist es auch so, wenn nach einer langen Zeit das Ventil nicht genutzt wurde, sprich zum Beispiel im Sommer dreht ihr es ständig komplett zu oder auf Null oder Frostschutz oder sowas, dann wird das von dem System immer zugedrückt und irgendwann bleibt es hängen. Das heißt, dann habt ihr das Problem, dass im Winter, wenn die Heizkörper oder im Herbst, wenn die Heizkörper gebraucht werden, das Ventil hier festhängt, weil sich eben Dreck oder sowas drin reingesetzt hat. Dann solltet ihr auch eben das Thermostat abschrauben und hier könnt ihr mit einer Zange vorsichtig diesen Stift rausziehen. Achtet darauf, dass ihr vorne an der Spitze nur zieht, weil wenn ihr hier an dem restlichen Teil zieht, ist eben, wenn ihr Beschädigungen habt, kann es sein, dass irgendwie Undichtigkeiten oder sowas kommen oder ein Grat, der dann eben hier hängt im Metall, das ist eben schlecht. Also wenn, nur mit der Zange vorne an der Spitze kurz ziehen. Dieses Ventil also sorgt dafür, dass eben das Wasser komplett fließen kann. Jetzt gibt es, was ich eben gesagt habe, voreinstellbare Heizungsventile. Das heißt, hier das System wird komplett entfernt, das heißt, das kann man rausschrauben und da wird dann ein Ventil eingesetzt, was eine gewisse Bohrung hat, um die Durchflussmenge innerhalb des Ventils in Richtung Heizkörper zu reduzieren. Hierzu verlinke ich euch nochmal auf ein separates Video, das könnt ihr euch schon mal anschauen, wie das funktioniert. Der Aufwand hierbei ist, ich brauche eben einen speziellen Steckschlüssel, der dafür sorgt, dass das Wasser, was ja hier rausströmt, auch drin bleibt, während ich das Ventil, was ja vom Prinzip her die Durchflussmenge reguliert, rausnehme. Muss eben hier auch dicht abgeschlossen sein, damit ihr nicht das ganze Wasser eben in der Wohnung habt. Okay, also das eben könnte man auch tauschen.
Ich habe es aber anders gelöst. Gut, wenn wir alles überprüft haben, dass der Stift auch sauber funktioniert, dann nehmen wir wieder unseren Thermostat, drehen Sie auf die größte Stufe, setzen es hier eben an, schauen, dass der Strich oben in der Mitte ist und ziehen diese Mutter wieder an, so dass sie sich nicht mehr bewegen kann und ich das Thermostat ordentlich regeln kann und lassen es dann auf der gewissen Stufe einfach stehen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal das Auslassventil an und schauen, was wir da alles machen können. Ja, mit dem voreinstellbaren Heizungsthermostatventil, was ich jetzt eben oben mit dem Thermostat erklärt hatte, könnte man eben dafür sorgen, dass weniger Durchflussmenge durch den gesamten Heizkörper geht, weniger Wasser durchfließt, beziehungsweise das Wasser einfach langsamer durchfließt. Ich habe das leider nicht, habe aber zum Glück dieses Auslassventil. Das heißt, wenn ihr Glück habt, habt ihr auch hier vorne ein kleines Käppchen drauf, das kann man einfach abschrauben mit der Hand. Und dann solltet ihr hier drin ein Gewinde sehen und eine Schraube. Die Schraube ist vom Prinzip her das gleiche, was wir oben als Ventil gesehen haben, nur dass es hier eben manuell und fest gesteuert ist. Der Riesenvorteil hierbei ist, ich kann auch das abfließende Wasser einfach so weit zudrehen, dass das Wasser langsamer durch den Heizkörper fließt und damit wieder mehr Energie abgegeben wird. Also mehr Energie vom Wasser in den Raum abgegeben wird. Gut, ihr könnt einfach hier mit einem Schraubenzieher die Stellung einfach verdrehen. Ich lasse es jetzt mal so eingestellt, wie es ist, weil das eben schon ein bisschen Arbeit ist, sich daran zu tasten. Das erkläre ich jetzt aber auch kurz. Das bedeutet, ich muss jetzt schauen, wie kriege ich möglichst viel warmes Wasser in den Heizkörper rein und möglichst viel kaltes Wasser wieder raus. Das geht dann folgendermaßen. Ihr nehmt euer Thermostat, dreht das auf volle Stufe auf und schaut einfach mit der Hand oben am Heizkörper, kommt hier heißes Wasser an und fließt es unten warm wieder raus. So, dann schauen wir uns gerade an, wie wir jetzt die Ventile nutzen, um den Heizkörper einfach perfekt einzustellen. Zum einen muss natürlich der Heizkreislauf laufen. Das heißt, eure Heizung muss heißes Wasser produzieren, also besten, wenn es kalt ist, und damit ihr einfach diesen Abgleich machen könnt. Das Ganze nennt sich auch mit hydraulischer Abgleich. Das werde ich aber in der Theorie nochmal in einem separaten Video erklären. Also, ihr sorgt dafür, dass die Heizung auf jeden Fall an ist und das warmes Wasser in den Heizkörper fließt. Dann dreht ihr hier euer Thermostatventil voll auf, sodass die maximale Menge an Wasser reinfließen kann. Jetzt fühlt ihr oben am Einlass auf der anderen Seite und dann unten und am Auslass unten. Wenn ihr merkt, okay, das Wasser, was unten ist, ist ziemlich genauso heiß wie das, was oben rauskommt, beziehungsweise oben reinkommt, dann fließt einfach das Wasser zu schnell durch. Jetzt könnt ihr hingehen, das Käppchen abschrauben und mit dem Ventil langsam nach rechts das Ganze zudrehen, so dass wir diese Durchflussmenge einfach reduzieren. Dann wartet ihr eine gewisse Zeit, also das geht wahrscheinlich über mehrere Tage, damit ihr einfach immer schauen könnt, auch mit kleinen Schritten, wirklich nur kleine Bewegungen machen, bis ihr merkt, bis ihr die richtige Temperatur, den Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass hinbekommt. Das heißt, es braucht auch eine gewisse Zeit, bis das Wasser, was dann durch den Heizkörper läuft, auch wieder abgekühlt ist. Wenn es nicht zu kalt ist, könnt ihr es euch auch am einfachsten so machen. Ihr dreht das Ventil eigentlich ziemlich zu, ganz bisschen auf, sodass ihr einen minimalen Durchfluss habt und fühlt einfach heiß, kalt. Dann dreht ihr weiter auf, heiß, kalt. Und dann, wenn ihr merkt, unten beim Auslass wird es auch warm, dann habt ihr die richtige Stelle erreicht, könnt ein bisschen zurückdrehen und habt eben die optimale Position, dass das heiße Wasser in der richtigen Geschwindigkeit durchfließt, die Wärme abgibt und das kalte Wasser, also lauwarm ist es ja dann, wieder zurückfließt. Ich denke, das Rücklauftemperatur wäre so um die 25 Grad Celsius, denke ich, ist eine vernünftige Rücklauftemperatur. Aber hier könnt ihr euch gerne auch nochmal in diversen Foren und so weiter informieren. Das Ganze macht ihr dann bei jedem Heizkörper bei euch im Heizkreislauf und am besten fangt ihr an dem Heizkörper an, der am dichtesten an der Heizung ist oder der als erstes mit dem heißen Wasser versorgt wird und arbeitet euch dann nach und nach bis zum letzten Heizkörper in diesem Kreislauf. Und das war's auch schon. Wenn ihr das eingestellt habt, sollte dann auf eurer gewünschten Stufe am Thermostat immer genug Wärme kommen, um den Raum warm zu machen. Und wenn ihr merkt, okay, das reicht noch nicht, der Raum wird einfach nicht warm, habt ihr immer wieder die Möglichkeit, an dem Ventil eben ein bisschen weiter aufzudrehen, dass mehr heißes Wasser durchkommt und tastet euch so eben auch an die gefühlte warme Raumluft eben ran, die für euch perfekt geeignet ist. Das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einstellen eurer Heizungsanlage. Wie gesagt, nehmt euch ein bisschen Zeit,
je mehr ihr da testet und probiert und nachreguliert, umso besser wird das Ergebnis insgesamt. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, wie ihr eure Heizung perfekt einstellen könnt, schreibt es mir in die Kommentare und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um über alle neuen Videos direkt informiert zu werden.